So, meine lieben Freunde, gleiche Stelle, gleiche Welle, Dead Space. Nächste Folge. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört und ich freue mich jetzt hier weitermachen zu können. Wer dieses Spiel auch gerne in seinen Besitz haben möchte, der schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link drin. Ja, da könnt ihr Dead Space käuflich erwerben. 8 Euro kann man mit Paysafe-Karte bezahlen und mit allen möglichen anderen Sachen. Und dann grüße ich hier nochmal den lieben In Your Bag Jack und natürlich auch alle anderen, die zuhören. Eintritt Schwerelosigkeit. Und ich sehe hier... Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Okay, wir müssen das unten aufschießen. Ui. Da ist ein Gegner unten rechts, oder? Dann sah so aus. Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal dahin. Ich glaube, es sind auch Gegner. Oder? Ja. Ah, sind nur die normalen. Ist denn noch irgend so ein Arsch? Nein. Nur das Ding. Nee, das wollte ich nicht. Ich will das da haben. Weg. Radioaktives Material entfernt. Weg. Shit, da ist die Reichweite nicht ausreichend. Ich hab schon gedacht. Boom. Das Auflevel hat gereicht, aber nein. Boom. Radioaktives Material entfernt. Kriegt ihr die Reichweite? Au! Wo? Ach, da. Au, ey! Ah, das sind zwei von den dunklen. Holy shit. Machen wir einmal frische Luft. Ende der Schwerelosigkeit. Machen wir einmal frische Luft hier. Ende des Vakuums. Eintritt Vakuum. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir die anderen da wegkriegen. Da sind noch zwei so eine fetten Viecher. Da. Die Bitch. Was? Ja, irgendwas schießt doch auf mich. Alter, du kleines Drecksgör. Man hört sie aber auch nicht, ne? Radioaktives Material entfernt. So, Schleuse kann geschlossen werden. Alter, ihr kleinen Rotzke. Wer hat euch erlaubt, draußen zu spielen? Ne? Wer hat das euch erlaubt? Aber das Gute ist, wir kriegen halt nur Plasma-Cutter-Munition. So, und haben wir noch irgendwas? Ja, da ist noch einer. Oh. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. Nur jetzt mal Sauerstoff. Schön auftanken. So, und jetzt? Da. Hui. Da müssen wir hin. Nein! Fuck, weil er da nicht landen kann. Juhu, juhu. Dann drehen wir zum Kreis. Isaac, ärgerlich. Eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt. So, da sind die kleinen. Da ist der erste kleine. Ein Abgang, Alter. So, wo sind deine zwei Brüder?
Also wir wissen auf jeden Fall, dass hier mindestens 2, 3 von diesen Viechern kommen. Mehr sogar noch. Sauerstoff können wir uns immer holen, wenn wir brauchen. Oh. Radioaktives Material entfernt. Oh. Radioaktives Material entfernt. Wer noch? Oh. Radioaktives Material entfernt. Irgendwo muss noch was sein. Wir müssen uns da oben gucken. Wo ist das Ding? Da oben. Komm mal zu Papa hier. Tschüss. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. Sterb, du Mistvieh. So, wo sind noch welche da? Drecksvieh. So, wo sind jetzt diese kleinen, ekelhaften Kinder da? Da waren doch vorhin noch ein paar mehr, die da gekommen sind, oder? Waren doch 3 Stück oder so. Naja, vielleicht kommen sie jetzt doch nicht mehr. Da passt's ja. So, dann schweben wir mal hier an die Wand und hoffen, dass es jetzt klappt. Bitte, 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 bitte. Yes. Ja, wenn man so schräg rangeht, dann klappt es nicht ganz. Oh, dann sind, jetzt sind wir in diesem Schiff drinne, das hier reingestürzt ist. Da bin ich ja mal gespannt. Boah, Alter, was war er denn für einer? Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Okay. Ich sehe massive Schäden. Du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Fuck, das kriegen wir nicht ab. Die Tür ist zu. Und dann speichern wir hier mal. Nicht, dass wir das jetzt nochmal machen müssen, Freunde, ne? Alter Tod. Wir sind schon bei Kapitel 9. Krass. Auch aus wieder einer, der so nachwächst. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also Vorsicht. Oder wächst der nach? Ja, schnell wächst der nach. Oh ja, das kenne ich hier noch mit dem Labyrinth. Das ist cool. Ein kleines, aber feines Labyrinth. So, darüber. Und darüber. Ein bisschen nach hier. Hopp. Und weiter geht's. Oh, hier. Du mal da runter. Danke. Warte mal. Bleiben die wegen dem... Nein, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, bleiben die wegen dem... Ich wollte gerade sagen, bleiben die wegen den FPS-Lock einfach auf der Stelle stehen? Und dann habe ich aber gemerkt, nee. Bleiben sie nicht. Holy shit, ne? Cheaten noch. Hier ist sonst nichts, ne? Dass wir hier irgendwas verpassen. Aber ich glaube, nee, da vorne war die eine Ecke. Und hier sind wir gekommen. Dahinter ist nix. Wir wollen hier keinen Knoten oder so verpassen. So, dann wollen wir weiter. Wieder. Diese Einbildung von Scheiße da. Isaac, mach uns wieder ganz. Die haben ja gesagt, man soll da nicht drauf vertrauen, was man sieht. Ne?
Deswegen glaube ich nicht, dass sie hier ist. Wartet mal. Was, warum ist das alles hier? Da drunter irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Wo müssen wir das rausnehmen? Machen wir das irgendwo hier, oder was? Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Okay. Also er macht jetzt alles für uns auf. Ist gut. Gleich mal speichern hier wieder. Das ist natürlich jetzt... Es ist krass, ne? Das Schiff ist halt in die Ishimura geknallt und die Ishimura steht halt einfach immer noch. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Schiff einfach in die Ishimura reinballert. Warte mal, hier ist ein Schloss, da ist ein Schloss. Geht beides. Wir sind hier erstmal rein. Nein. Aus. Pfui. Ja? Hier wird nichts. Hier wird nicht rumgeblasen. Es bleibt alles schön so, wie es hier ist. Ja? Und ich habe Obst im Haus. So. Geht's wieder. Krass. Aber wir müssen bei den Viechern immer. Mr. Clark. Wer ist das denn? Ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kine. Dr. Kine. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Okay. Der sagt auch, wir sollen den Marker zurückbringen. Also dieses pyramidenartige Teil. Die Kirche ist halt so ein bisschen Scientology-mäßig drauf, glaube ich. Ist irgendjemand am Leben? Muss mal hier gucken. Überall Tote hier. Ich bin ja mal gespannt. Oh mein Gott, bevor wir irgendwas anderes machen, ne? Die Sprengdinger. Autsch! Kleines Wichsvieh. Die Sprengdinger. Irgendwo gammelt hier noch einer rum. Ich glaube, der ist dahinter. Ja, ich glaube, der ist dahinter. Aha, der kommt da nicht raus. Knotenbaby. Genau, wir dürfen nämlich hier auch nicht drauf treten, sonst sind wir nämlich Matsch. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nein. Muss man echt aufpassen, das kennen wir ja schon. Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole, außerirdisch und extrem gefährlich. An alle Crewmitglieder, Waffen bereithalten und nach Ermessen schießen. Ups. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
an dieses Schießding hier. Oh, so schlecht verloren. Aber geil, ne? Die hatten hier. Die hatten hier tatsächlich so einen richtigen Schießstand. Cool. So. Wie geht's weiter hier? Wir sollen hier nach oben. Hier links? Ah, da ist die Tür. Cool. Oh, dein Bein ist in deiner Hand. Ja. Aua, würde ich sagen. Oh. Hätte ja sein Beinchen in der Hand, der Kleine. Oh, fuck. Oh, shit! I'm so sorry, bro. I hope you don't die. Was ist denn das? Medikit ist das Scheiße. Okay, wenn das rüber geht. Boah, Alter, du bist aber auch sauschnell, ne? Zum Glück bin ich genauso schnell wie du. Heule. Alter, guck dir das an, wie er sie zersäbelt. Bitte treff mich hier nicht. Ich will nur das Geld haben. Ich möchte nur den Cash hier haben. Ne? Oh! Oh! Ich bin schon. Na, kommt da irgendwo einer? Da müssen wir bei sowas, Leute, musst du halt verdammt gut aufpassen, ne? Da kann man nämlich ganz schnell auf die Fresse bekommen. Bei sowas. Bitch. Weil hier ist so viel Munition, Alter. Holy shit. Hier ist so viel Munition und so viel Geld und allen möglichen Kram. Wir speichern hier mal. Wir haben jetzt sehr viel Stase gekriegt, ja. Und auch sehr, sehr viel Munition hier. Das könnten wir alles verkaufen, wenn wir den ganzen Scheiß voll hätten. Ich hoffe, wir finden hier nur einen Shop, aber ich glaube eher weniger. Ah, jetzt geht's los hier. Ja, der erste Dicke ist tot. Da hinten kam noch irgendwas. Ist ja gut, Digga. Ist ja gut. Take it easy! Bro! Bro, lass uns sprechen! Lass uns reden! Lass uns reden! Lass uns einfach drüber reden! Bro! Chillax! Chillax! Bro, alles gut! Alles gut. Alter, jetzt ist mir gerade die Arschritze feucht geworden. Da ist jemand gewesen noch.
Okay. Bitch. Hi, Bitch. Lockdown aufgehoben. Danke. Boah, diese Ecken, wo sie einen so übelst viele Gegner so entgegenschicken, ne? Holy moly, guacamole, guys. Wir sind full. Full mit Equipment. Ja, oh, hier ist ein Shop, geil. Hier ist ein Shop, das ist geil. Ist auch noch irgendwas? Da ist zu. Das ist auch zu. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Wir sollen da unten rechts rein. Wenn wir jetzt erstmal alles verkaufen, was wir so haben. Und dann holen wir uns hinten das Stasi-Paket, Ladies and Gentlemen. Das war intensiv. Zwei reichen immer. Ja, Plasma haben wir so viel. Strahlmunition auf jeden Fall in den Safe. In den Safe. Impuls weg. Plasma-Energie behalten wir. Brennstoffe weg. Ripper-Klinge kann weg. Weg. So. Machen wir noch einmal so. Ist das gerade? Und dann müssen wir noch mal kurz zurück in die eine Tür. Und den ganzen Shit noch holen, der da noch lag. Da lag ja noch ein bisschen mehr. Das konnten wir vorher nicht aufheben. Das würde ich doch noch gerne haben. Auch das hier noch. Medikit, Baby. Hier ist auch noch Munition. Da ist auch noch was gewesen. Hier war noch was. Mal gucken, ob man hier einfach nur in eine Tür rein kann, ohne dass es weitergeht. Ja, ohne dass es weitergeht. Ich hab mich gerade selbst gespoilert, so mäßig. So, hier. Hier, hier. Okay, das war's. Gut, dann speichern wir hier einmal kurz. Und dann gehen wir da hinten weiter. Ja. Oh. Gut. Boah, das erste Mal, dass wir Stase. Dass wir Stase tatsächlich so übertrieben brauchten jetzt. Also das waren aber auch übelst viele, ne? Zum Glück haben wir die Energie erhöht und die Dauer, sonst hätten wir da echt ein Problem gehabt. Die haben uns gut misshandelt gerade, die Viecher. Ja, hör auf, darum zu zählen. Hier können wir wieder speichern. Das tun wir natürlich gleich wieder. Verunnötigt, da noch zurückzulaufen und da zu speichern. Aber das Speichern geht ja immer sehr, sehr schnell. Ne? Das ist ja in Handumdrehen gemacht. Munition, die wir nicht brauchen. Wir nehmen es aber alles mit, weil alles ist pures Geld. Ne? Okay, er lebt noch. Ey, Kollege! Wenn ich hier fertig bin, komme ich nach. Warte. Wir müssen hier längs. Er ist aber hier rumgerannt. Hier hat er die Tür für sich zugemacht. Das heißt, er will wohl nicht gerettet werden. So. Was ist hier? Hier los. Hier ist irgendwas. Das ist ein Motor oder was? Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Oh shit. Oh shit. Okay, da kommen wir nur vorbei, wenn wir diese Dinger nach vorne fahren. Gar nicht mehr so richtig erinnern. Oder ich erinnere mich halt dran, ne? Aber mit Dead Space 2 vermischt, so, dass ich dann teilweise einfach voll verwirrt bin. Aber das passt schon. Wir kriegen auf jeden Fall ultra viel Munition.
Und Munition in Dead Space kriegt man nicht einfach nur so. Wir sollen hier irgendwas machen. Nur hier, glaube ich, gerade nicht. Also hier noch nicht, glaube ich. Weil wir sollen woanders längs gehen. Jetzt zeigt er uns wieder da unten. Warte mal. Er sagt nach unten, durch diese Runde durch, das ist Scheiße. Da, und dann hoch. Okay, und dann hoch. Alles klar, der sagt hoch. Nicht, dass hier irgendwas nicht triggert, weil wir wieder keine 30 FPS anhaben. Das müssen wir natürlich rausfinden. Das müssen wir vorher nochmal laden. Ne? Und dann gucken wir, weil wir haben ja da vom eigenen gespeichert. Das ist halt halb so wild dann. Glaube ich daran. Genau. Sieht so aus, als wenn man da was kaputt schießen muss oder so. Ich glaube, alles ist okay. Wir müssen irgendwas da drinnen kaputt schießen, weil irgendwas da drinnen leuchtet. Wieder ran. Gut, sind aufgehört. Antriebsenergie ausgefallen. Siehst du das? Hast du ihn? Ja. Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Okay. Dann wird er trotzdem runter. Durch. Okay, das Ding explodiert. Hammett! Isaac! Hier drüben! Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Sie sind hier raus! Oh! Sie den Kern zum Schatz und warten Sie nicht auf mich! Oh, Scheiße! Nein! Nein, Hammett! Oh! Oh, er reißt mir das Bein ab! Ja, da komm mal her, Big Daddy! Boah, Alter, du hättest ihn zersetzt, Alter! Komm hoch, Diggi, komm.
Komm mal, Papa. Da ist ein verfickter Arm ab. Das ist ein dickes Elend, Alter. Und der nächste Arm ist ab. Rip dein Arsch weg. Easy. Alter, die haben Hammett zerfetzt. Ich habe sämtliche Vitalsignale von Hammett verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Ja. Hammett ist sowas von tot, Alter. Holy shit. Der wird richtig verwerfen. Da geht's nicht raus. Oh, fuck, shit. Kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofort die Evakuierung des Schiffes. Warte. Ja, wir machen ja schon. Holy shit. Leute, Hammett, habt ihr es gesehen? Wie jetzt geil, also auch wenn er so eine Explosion mit dem Fahrstuhl runterfahren. Ja. Ganz sicher sowas. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Oh, da geht's nicht längs. Da geht's nicht. Ja, wir sind ja gleich raus hier bei dem Schiff. Komm, let's go. Weg hier! Bitte nicht sterben. Weg hier, weg. Mach auf! Mach auf! Hier weg. Ende des Vakuums. Ende der Schwerelosigkeit. Oh Gott, weg. Chill mal, Digga, chill mal, weg. Einfach nur weg hier. Hey! Chill, weg. Oh mein Gott, Hammett! Nein, er ist tot, Alter. Übelst zerrissen. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Abgeschlossen. Oh yeah. So, wo geht's jetzt hin? All das und noch viel mehr erfahren wir in der nächsten Folge Dead Space. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.